Warum ist Krieg? Waren wir zufrieden? Gut, mit der Zufriedenheit, das hat sich erledigt. Ne? Die FAO rechnet ja mit bis zu 400 Millionen Hungertoten 2024. Das wären Flüchtlingsströme. Ich glaube, da ist 2015 eher ein Rinnsal dagegen. Macht man sich Sorgen. Besondere Sorgen machen wir natürlich um Wladimir Putin. Ja. Putin, was ist das eigentlich? Ist das ein Hilferuf? Ja. Ein Aufschrei nach Input? Put in! Put something into this empty territory, formerly known as my brain. Es geht ihm nicht gut, dem Wladimir. Der mitgekriegt hat einen Tumor, einen Gehirntumor. Der muss raus, der passt nicht zu ihm. Der ist gutartig. Kein Mensch ist durch und durch böse. Irgendwo wuchert es, das Gute, in uns allen. Und bei Putin würde ich mich jetzt nicht zu sehr darauf verlassen, dass ihn das Gute irgendwann dahin rafft. Da wäre mir eine aktivere Sterbehilfe durchaus lieber. Aber wie gehen wir vor? Hat jemand eine Idee? Novitschok, also Gift, das geht ja nur bei Lebensformen, die durchblutet sind. Erschießen. Auch schwierig, da ginge Putin ja was durch den Kopf. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Denn in den endlosen Weiten Putinistans reitet ein halbnackter Zar auf einem schwarzen Schimmel durch die finstere Vollmondnacht. Hoppe, hoppe, Reiter, und wenn er fällt, dann schreit er doch immer weiter, Reiter, wie einst ein kleiner Gefreiter. Wann fällt er in den Graben, wann fressen ihn die Raben, wann fällt er in den Sumpf, aus dem er einst gekrochen, wann wird er endlich abgestochen von Igor, Judy oder Jochen mit einem Holzpflock. Anders geht das nicht. Bei einem, der die Freiheit fürchtet, wie Graf Dracula, das Licht, das sich auch in Wladimir nicht bricht. Deswegen kann der entspannt morgens in den Spiegel gucken, denn ein Spiegelbild, das hat er nicht. Ganz zu schweigen von deinem Gesicht, das hat er sich längst von der Maske gerissen. Das ist eine Totenmaske aus Wachs, oder? Durch die zwei erloschene Augen glanzlos glimmen wie trüb gewordene Glaspupillen. Er wirkt präpariert. Schon zu Lebzeiten bestens präpariert für Madame Tussauds Wichsfigurenkabinett. Aber bis zur Kammer des Schreckens ist es noch ein weiter Weg für den weißen Wanderer. Und wenn der Nachtkönig dann dereinst in den Karpaten steht und stolz sein prächtiges Echo ruft: Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Hier kommt da was. Bei Putin hyperschallt kein Ton zurück. Denn Putin hat kein Echo. Wer ihn parodiert, wird sofort erschossen. Das weiß das Echo und hält die Klappe. Rasputin hat in Blitzesschnelle schon viele Oppositionelle langsam um die Ecke gebracht. In seinen Knästen sitzen laufend Leute mundtot ins Gespräch vertieft, weil ein totgeschwiegener Dichter noch im Koma Amok lief. Und an der Putin-Orgel schmettert zögernd leise ein virtuoser Metzger lebensfroh das Lied vom Tod. Wladimir, mir graut vor dir, aber 9 von 10 Russen finden ihn geil. Und warum? Weil sie Angst haben? Nein, weil sie ihn geil finden. Es ist leider so, die Russen lieben ihren großen Zar Rampano von kleiner Statur, der an mütterlichen Russlands Busen saugt wie eine Vakuumpumpe auf Ecstasy, möchte man sagen. Was ist das Phänomen Putin? Es ist ein greiser Teenager. Er sitzt mit kindlichem Zerstörungstrotz allein an einem langen, runden Tisch, der geformt ist wie ein Klotz. Aus seinen Lefzen tropft feiger noch als frech der Rotz. Und an seinen wulstig schmalen Lippen hängen taube Russen wie an Strippen. Und die Friedenstauben, die hängen auch an seinen Lippen. Und ihr Geschrei wird bang und bänger, ihr Hals wird lang und länger, jedes legt noch schnell ein Ei. Und dann eilt der Tod herbei. Ja, das kann man sich doch nicht länger mit angucken. Aber das müssen wir. Nur wie lange halten wir das durch? Wie lange haltet ihr es durch? Ihr wirkt ja, habt ihr euch schon daran gewöhnt? Wie lange schaffen wir das noch? Nochmal 100.000 Tote lang, 1 Million Tote lang? Wie lange halten wir es durch? Wahrscheinlich nicht mehr lang und dann wird es schwierig. Es ist ja nicht nur der Toni Hofreiter. Der dachte, ja, also ich bin nicht schon, also dass man möchte draufschlagen. Man möchte draufschlagen, wenn man die Bilder sieht, klar.
So Russenpack. Ja, wer denkt das nicht, zumindest heimlich. Ich bin jetzt auch kein Pazifist, ich glaube jetzt nicht an Krieg als Lösungsmittel zwischen Staaten, aber ich glaube schon an die edlen Krieger. Rambo, Winnetou, ja? The Punisher, Equalizer, das mag ich irgendwie. Ne? Robin Hood, ne? Helden in Strumpfhosen, super Sache. Oder, wen haben wir da noch? Spartacus oder Zorro. Gut, Zorro, nur ohne Z derzeit, aber... Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, geil. Oder Chuck Norris, Oldschool. Hamlet, noch mehr, oder zumindest Heinrich der Dritte. Noch einmal stürmt, meine Freunde, noch einmal für Freiheit und Vaterland. Por tu, querida presencia, comandante, Che Zelensky. Das ist doch der Rhythmus, wo jeder mit muss. Ne? Ernst Thälmann wollen wir gleichen, vorwärts Pionier. Es intonieren ja nicht nur Toni der Hofreiter und Marie die Stracke Zimmermann. Ich würde auch am liebsten einstimmen in den Chor. Die Ukrainer, komm, nimm mich mit euch. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Und wenn ich sterbe, die Ukrainer, bettet mich zur letzten Ruhe. In den Schatten der kleinen Blume. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Das ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Das ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit Heid starb. Das ist doch geil. Das ist was anderes. Ja. Was anderes als We Shall Overcome. Aber es ist halt auch Scharfscheiß. Denn wir haben ja nicht den Dritten Weltkrieg, aber was nicht ist, das wird schon noch. Wenn die NATO in die Bündnisfalle tappt, dann wird aus der Fern einem Nahtod. Ein blödes Wortspiel. Es ist auch nicht angemessen. Aber dann wird aus dem Genozid ein Genosuizid. Ich bin gegen Suizid. Wer sich heute umbringt, ärgert sich vielleicht schon morgen. Erstens, weil ich 1.000 Euro nicht mehr ausgeben kann und weil es morgen möglicherweise noch viel bessere Gründe dafür gibt. Heldenmut, schön und gut. Finde ich toll. Wer nicht gerne mal Held? Weiß nicht. Was ist hier? Schalke oder Bochum? Weißt du, wenn er da in der letzten Minute das Tor schießt, Held sein. Aber wo landet der Held? Erfahrungsgemäß auf dem Friedhof. Deswegen heißt es auch so, Heldenfriedhof.